Ja, herzlich willkommen, humanistische Grüße zu einem neuen Interview. Und zu Gast bei mir ist Petra Klages, Frau Klages. Ich grüße Sie. Hallo, Herr Flack. Freut mich. Frau Klages, ich habe Sie eingeladen und angeschrieben zu einem nicht einfachen Thema, weil Sie beschäftigen sich mit Serienmord und Kannibalismus. Bevor wir da ein Stück weit näher drauf eingehen, wie kommt man dazu, sich mit so einem Thema zu beschäftigen? Was ist und was war Ihre Motivation? Die kurze oder die lange Fassung? Ja gut, ich versuche das kurz zu fassen, relativ. Meine ursprüngliche Motivation war tatsächlich eine Freundin, eine Jugendfreundin, die von einem Serienvergewaltiger vergewaltigt wurde. Ja, also damit fing es eigentlich an. Das war wirklich besonders grausam, ne? Da war ich vielleicht 13 oder 14, als sie mir das erzählt hat. Und eigentlich hat sich das ein bisschen durch mein Leben gezogen, dass ich bestimmte grausame Teilbereiche mitbekommen habe. Ich war eine Zeit lang auch in der Psychiatrie tätig, hatte da ganz, ganz viel mit Opfern zu tun. Also ich habe mich jahrelang eigentlich ausschließlich mit Opfern beschäftigt. Also bei Serienmördern müssen unterschiedliche Faktoren und Prozesse zusammenkommen, ne? Das heißt, nichts irgendwie mit Biologie, Genetik oder sowas. Wobei ich Epigenetik übrigens nicht komplett ausschließen möchte. Das ist total spannend. Vielleicht sollte man das später auch mit einbeziehen, ne? Wenn die Forschung da ein bisschen weiter ist. Aber die wichtigsten Parallelen bei Serienmördern und tendenziell auch durchaus bei Kannibalen, weil es ja eine sehr, sehr extreme Entwicklung ist. Das geht ja um die totalen Extreme, mit denen ich mich beschäftige. Das sind eigentlich nur in Anführungsstrichen die Punkte. Eine dysfunktionale Familie, komplett dysfunktional, also Kälte, Gewalt und sowas. Bei Also beiden jetzt. ja, Ja. also Traumata stehen eigentlich immer im Vordergrund der Ja. Entwicklung. Auffälligkeiten, die Kinder äußern, ne? Also die senden ja auch Warnsignale ganz deutlich aus. Also das heißt, die fangen tatsächlich frühzeitig an, tendenziell kriminell zu werden, Ladendiebstähle, Feuer legen, ist so das Übliche. Notorisches Lügen, ein radikaler Image-Transfer bei einem Kind. Also wenn ein Kind sich von jetzt auf gleich komplett anders verhält, das ist auch ein Warnsignal. Und das exorbitant schlimmste und höchste Warnsignal ist eigentlich, wenn ein Kind Tiere tötet. Nicht mal eben so aus Versehen, kann ja auch passieren, ja, sondern gezielt Richtung bewusst. gehen, was können wir denn tun als Gesellschaft? Wie kann denn aus Ihrer Sicht wirklich eine nachhaltige Präventionsstrategie aussehen? Meldepflichten in Kitas, Grundschulen, Schulen an sich, sofortiges Intervenieren bei dem Verdacht auf körperlichen und sexuellen Missbrauch. Sowas muss gemacht werden. Und also auch in Krankenhäusern, Arztpraxen und so weiter, Meldepflichten, Intervention von Sozialarbeitern und parallel wirklich Strafverfolgungsbehörden. Das muss Hand in Hand spielen können. Das muss funktionieren, um Entwicklung zu unterbrechen. Um auch diese Kinder, die wirklich massivster Gewalt ausgesetzt sind, dieser Gewalt auch entziehen zu können. Und damit natürlich auch Täterkarrieren stoppen zu können. Aber desto mehr Opfer wir produzieren, wir Opfer zulassen, desto eher werden wir auch weiter Täter produzieren. Humanistische Grüße und danke, dass du dir das Video angeschaut hast. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du das Video likest, teilst und auch kommentierst. Wenn du sonst noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib mich einfach an. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis bald.